Hallihallo, meine lieben Freunde. Herzlich willkommen zurück zu Lego Jurassic World. Mit mir zusammen den MC Hartmann. Wir sind hier auf Islas Horner mit Ian Malcolm und Dr. Harding. Sarah Dr. Harding. Und wir machen uns jetzt auf zu Jurassic Park 3. Und dieser Dinosaurier wird uns auf der Insel ordentlich einheizen. Mehrere Male. Und wir hauen jetzt rein. Wetten, das wusstest du noch nicht. Dr. Grant. Hier haben Sie die Resonanzkammer eines Velociraptors. Oh. Das ist fantastisch, Billy. Einfach umwerfend. Aber leider müssen wir in 4 Wochen packen. Dr. Grant? Paul Kirby, Kirby Enterprises. Amanda und ich, wir lieben die freie Natur. Wir waren fast auf jeder Abenteuertour, die man überhaupt buchen kann. Ich habe ein Flugzeug gechartert, das uns über Isla Sorna fliegt. Und wir hätten Sie gerne als Führer. Und selbstverständlich möchten wir gerne einen Beitrag zu Ihren Forschungen hier leisten. Wecken Sie mich, wenn wir da sind. Nicht identifiziertes Flugzeug im Anflug auf Isla Sorna. Sie fliegen in einen gesperrten Luftraum. Alan. 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 Ich schätze, die suchen jemanden. Was machen die da? Sie beziehen Posten, aus Sicherheitsgründen. Auf dieser Insel gibt es keine Sicherheit. Wir müssen zurück ins Flugzeug. Würden Sie Ihrer Frau sagen, dass sie mit diesem Krach aufhören soll? Das ist keine gute Idee. Oh Mann. Eric! Amanda! Sie sollten mal an Ihrer ehelichen Kommunikation arbeiten. Eric! Ja. Hallo, bist du jetzt endlich tot? Alter, wie viele? Ja, genau. Großes Indianer-Ehrenwort. Okay. Na gut. Halt! Du bist doch kein Indianer, Judaski. Ich glaube, ich höre etwas. Wenn du weiter so rumbrüllst, kriegen noch jeden Dino dieser Insel auf uns. Ja, echt, halt immer das Maul. Hier sind noch größere Dinosaurier. Eric! Die Alte schreit da auch nur noch rum. Erstmal wieder alles kaputt machen. Ja, und wir spielen halt wieder Dr. Grant. Neu dabei sind halt die Kirbys, die 3 Söldner, dann der Sohn noch von denen und Billy. Das sind halt die neuen Charaktere hier. Eric!
Ja, das kann Dr. Grant machen mit seiner Raptorenkralle, die hat er immer noch. Obwohl er die ja... Oha. Das war ein Tyrannosaurus. Mensch, jetzt halt doch mal das Maul da oben. Dinosaurier werden noch aufmerksam auf uns. Werden sie ja so oder so später. Von daher ist das ja eigentlich auch egal, ob sie jetzt brüllt oder nicht. Aber man muss es ja nicht heraufbeschwören. Die hat auch eine Kamera. Habe ich gar nicht gesehen eben. Das heißt, wir können auch wieder Fotos machen. Super, spitze. Muss ich auch machen, unbedingt. Na hier, da kann nur ein Raptor helfen. So, ich hoffe, jetzt haben wir alle Sachen kaputt gemacht. Dann können wir weitermachen. Hier vorne. Eric! Ach, halt doch mal den Mund auf. Eric! Hier kann nur dieser, wie heißt er, Dilophosaurus ranspritzen, also, ne? Eric! Mensch, halt doch mal das Maul! Da oben, Fluch der Axt. So, jetzt können wir uns dann jetzt mal um die Sachen kümmern hier, was wir eigentlich machen sollen. Jetzt haben wir alles kaputt gemacht. Eric! Der hat sogar ein Seil, Junge, ist klar. Hallo? Ach, das kann, glaube ich, nur Billy, ne? Ich klettere hier hoch. Stimmt, Billy kann an so eine Wänden hochklettern. Der kann ja auf Fallschirm springen. Nein! Was ist denn jetzt? Oh, Leute. Das gibt es doch nicht. Jetzt bin ich hier runtergerauscht. Seh zu, Alter. Machen alles kaputt. Das waren Komsognathus. Du hast gedacht, dass sie die Herden angreifen. Oder dass sie so fest zu. Los, rauf hier. Hat er noch seine Schaufel? Alter, Tatsache, er hat auch noch seine Schaufel, Junge. Also im Film hat er das nicht mehr. Weder die Raptorenkralle noch seine Schaufel.
So. So. Strom sollte da sein. Hallo, du sollst nicht mit deinem Seil da rumspielen, Alter. Du sollst die Kurbel drehen. So, jetzt muss Dr. Grant. Und jetzt können wir nämlich die Liane hier kaputt machen. Tschüss. Oh, hör auf rumzubrüllen, ey. Ich kann dich langsam nicht mehr hören. Quasi. Geschweige denn. Ertragen. Amanda, Schatz. Dr. Grant sagt, dass das keine gute Idee ist. Was? Er sagt, dass das keine gute Idee ist. Was ist keine gute Idee? Keine gute Idee, dass du hier so rumbrillst, Alte. Die Dinosaurier kommen und greifen uns sonst an. Aber das hast du ja immer noch nicht gerafft. Wir müssen wieder zurück ins Flugzeug. Und was ist mit dem anderen? Cooper ist ein Profi, der schafft das schon allein. Wer hat das Satellitentelefon? Ich, Sekunde. Oh, Mann. Oha, jetzt geht's los, Alter. Scheiße. Oho. Der kommt ganz schön nah hier, der Dinosaurier, Alter. Geht er noch weiter? Oh wow. Okay, komisch. Der läuft uns gar nicht hinterher. Jetzt erwarte ich eine Erklärung, Mr. Kirby.
nicht auf Ingens Liste. Ja, der ist nicht auf Ingens Liste gewesen, der Spinosaurus aegypticus. Ein heftiger Dinosaurier. Die Jäger gibt's gar nicht. Also die kommen noch nicht. Da ist er. Der Spinosaurus. Ja, gut Leute, ich würde sagen, das war's dann erstmal. Wir sind jetzt nur noch zu fünft. Billy, wie heißt er eigentlich? Judeski! Mit seinem super Präzisionsgewehr hier. Amanda und Paul. Ja, wir sind die letzten Überlebenden hier. Die anderen beiden Jäger sind im Film sterben sie, hier sind sie weggelaufen. Wie gesagt, wir machen dann beim nächsten Mal hier weiter. Wir gucken uns das Ganze dann mal an. Wie gesagt, der Spinosaurus, der wird uns noch öfter begegnen. Und dann wird das noch richtig heftig. Und ja, heftiger Scheiß auf jeden Fall. Wenn euch die Folge gefallen hat, lasst eine kurze Bewertung da. Daumen nach oben, Kommentar nach unten. Abonniert den Kanal. Ich hau euch nachher nochmal den Link rein. Und dann geht das richtig steil. Bis dahin, wieder schauen, reingehauen, euer MC Hartmann.